Ja, da geht's wieder weiter. Auf dem Weg zum Klo und zurück habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr geradeaus gehen kann. Also es geht schon so leicht nach links und rechts. Ja. Wieso bin ich jetzt gestorben? Käsebällchen. Ah nee. Doch. Wollte ich nicht aufs Headset umstellen? Ich glaube, ne? Ah, wenn nicht, dann mache ich es jetzt. Nee, 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 nee. Ich nehme ich mir mit. Nee, nicht mit mir, Schnullerbacke. Nicht mit mir, Schnullerbacke. Safe Dates sind was Cooles. Obwohl ich schon einen gewissen Alkoholpegel erreicht habe, spiele ich doch ganz akzeptabel. Also wenn man sieht, wie ich nüchtern spiele, dann... Gut. Wahrscheinlich sagt ihr jetzt, oh, der trinkt nur Wasser, das tut nur so. Ich werde wahrscheinlich dann, falls ihr das wollt, dass ich wieder sowas mache, beim nächsten Mal so ein Webcam-Bild von mir oben rechts oder so einblenden lassen. Und dann seht ihr, dass ich wirklich Bier trinke. Oder ich mache so wie bei meinem früheren Zockmarathon vom ersten Kanal, den ihr glaube ich gar nicht mehr kennt. So Zwischenberichte und Level geschafft. Bier. Zur Erklärung für diejenigen, die meinen ersten Kanal nicht mehr kennen. Zweiter Boss. Da gab es so Zockmarathon, die ich regelmäßig gemacht habe. Und da habe ich halt immer ganz viel aufgenommen von meinen Let's Plays damals. Was waren das? Wizen, glaube ich. Und so. Und jede Stunde habe ich... Oder ich habe auch mal so ein Let's Battle gemacht. Irgendwie Comet Arms war das, glaube ich. Habe halt immer so Special-Videos gemacht und meine Let's Plays weitergeführt. Es ging ja mal die ganze Nacht. Mal gucken. Und es hab dann jede Stunde... immer einen Zwischenbericht hochgeladen mit Webcam-Video. Und mein längster Zockmarathon war glaube ich 18 Stunden oder so. Und das Ziel des Zockmarathons war einfach so lange wie möglich am Stück zu zocken. Und ja. Könnte sowas wieder einführen? Ich weiß nicht. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich das Let's Play in Klammern Dwank oder Let's Dwank nenne. Mal gucken. Ich denke mal, ich nenne es Let's Dwank. Ah, ich muss warten. Ich gemerkt. So, ich werde jetzt hier drauf springen. Jetzt! Nee. Jetzt! Und darüber. Und da hoch. Und da drauf. So. Nein. So. Ja, mir kommt eine Treppe raus. Gebämt habe ich dich. Gebumst, gebascht, geniggert. Ja. Ah, Safe State. Könnte ich mal wieder setzen. Boah. Okay, ich merke schon, wie meine Reaktionsfähigkeit nachlässt. Also wenn man es merkt, ist es gut, aber wenn man es nicht merkt, ist wiederum bad. Also ich würde jetzt nicht mehr Auto fahren. Garantiert nicht.
Also ich bin schon so ein Mensch, der gerne mal Alkohol trinkt. Also nicht jetzt irgendwie jeden Tag, sondern nur wie mal am Wochenende was mit Freunden oder so ein Trinken geht. Nicht jedes Wochenende, auch mal jedes zweite oder so. Und ich fahre dann auch nicht selber nach Hause. Ich fahre dann meistens mit dem Taxi. Oder wenn dann also wenn ich so spät lang gemacht habe, dass es schon wieder morgen ist, schon wieder Busse fahren, fahre ich entweder mit dem Bus oder ich fahre mit einem Kumpel mit, wo ich weiß, dass der noch fahren kann. Wir haben auch ein paar Freunde dabei, die kommen zwar mit uns in die Disco, aber die trinken nicht. Einerseits vernünftig, andererseits warum in die Disco? Ja. Aber die fahren nämlich dann meistens nach Hause. Aber meistens fahre ich dann mit dem Taxi. Achso, Level geschafft und Boss geschafft, das heißt wieder ein großer Schluck Bier. Oh. Morton Cooper Jr. of Castle Number 2 is now just a memory. The next area is the underground vanilla dome. What traps wait? Mario in this new world, what will become of Princess Toadstool? Oh. Hab schon so leichte Kopfschmerzen. Continue. Rein ins Level. Ich freue mich auf den Kater morgen. Oh, Verzeihung. Ich freue mich wirklich auf den Kater morgen. Also ich freue mich nicht wirklich, sondern... Ach Gott. Ich freue mich einen Scheiß auf den Kater morgen. Hey, wieso bin ich klein? War ich nicht eben groß? Wer von euch holt sich Assassin's Creed Revelation? Revelations? Ich werde es wahrscheinlich let's playen. Irgendwann mal. Ich habe ja so vor, so ziemlich alle Spiele zu let's playen. Also alle guten Spiele. Und da wo ich Assassin's Creed 2 let's playen werde. Und ihr wisst, kennt mich ja. Ich keine einzelnen Spiele, sondern gleich die ganzen Spiele rein let's playe. Mit Revelations Brotherhood und so auch alles folgen. Boah, mir ist gerade ein bisschen zum Kotzen. Nee, nicht wirklich, aber. Man merkt dann doch schon den Alkohol. Puh, ist das eigentlich schon Castle? Nee, ne? Ist schon nach der Castle, ne? Ich hab's gar nicht so richtig, oh. Falsche Musik. Kommt mir erstmal so vor, oder leckt das ein bisschen? Im Video sieht das meistens eh nie, ob es leckt oder nicht. Deswegen, warum frage ich eigentlich? Nimm das mit, Mann. Level geschafft, wieder ein Bier, Schluck, Dingsbums. Ich habe auch keinen Bock mehr. So wie es aussieht, ist nach diesem Level das Bier schon wieder alle.
dö. Ach man. Also es gibt ja, ich habe ja ganz viele Leute, ich bin ja schon mit ganz vielen Leuten irgendwie trinken gegangen oder so. Und einige Leute, es gibt echt die verschiedensten Arten von Betrunkenen, also so von Leuten mit Alkohol im Blut. Es gibt echt, also die meisten, also es gibt so zwei Hauptdinger, das wären die meisten, entweder aggressiv oder lustig. Aber Leute, die aggressiv wären, mit denen gehe ich dann generell nicht mehr irgendwie weg oder so. Weil ich will Spaß haben, wenn ich unterwegs bin. Und nicht irgendwie Stress haben. Ja, und was wollte ich sagen? Naja, und dann gibt es halt noch Leute, die werden total ruhig, sagen gar nichts mehr oder nur wenig und die aber eigentlich so total aufgeschlossen sind und eigentlich total extrovertiert, die werden dann total introvertiert. Für die Leute, die nicht wissen, was das heißt, Google is your friend. Ach egal, bin ich wieder klein. Ja, und dann gibt's halt noch so irgendwie das Gegenteil, die Leute, die normalerweise introvertiert sind, werden extrovertiert. Und ja, ich habe da schon echt fast alles erlebt. Bei mir ist es meistens so, ich fange an, jeden zu küssen und sagen, ich liebe dich, bla bla bla. Also ich bin so einer der Menschen, die fangen an, alles zu lieben. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, es gibt Leute, die fangen an, alles zu hassen. Mein Leben ist scheiße, ich bringe mich um, bla bla bla. Ich bin eher so der Typ, der wird lustig. Also so richtig lustig, so. Ich meine, ich bin von, ich glaube, das liegt eher an meinem Gen, dass ich lustig bin. So, mein Vater ist auch ein ziemlich lustiger Kerl. Und ich glaube, das hat mir irgendwie was mitgegeben. Also ich würde nicht sagen, ich bin comedianreif, aber so ein bisschen lustig bin ich dann doch schon irgendwo. Ich hau immer lustige Dinge raus. In der Schule lachen sie auch immer über mich. Also nicht über mich, sondern wenn ich einen Spruch reiße, lachen sie auch drüber. Und boah. Ja, wenn. Wo war ich jetzt? Lustig, bla, lustig. Ja, und ich bin halt schon ein lustiger Kerl. Und ich fange dann an, noch lustiger zu werden, als ich sowieso schon bin. Und ich fange irgendwie an, alles zu lieben. Jetzt habe ich gar kein Bier getrunken. Oh, das Bier ist schon wieder alle. Also, wenn ich jetzt fertig bin mit dem Bier. Wie ich sagte, das Bier ist alle. ja. Also, ich bin einer, der fängt an, alles zu lieben.